Hallo, hallo. Hi. Andrea hier und der Dietmar von Wir müssen reden, deinem Beziehungspodcast. Genau. Wie kann eigentlich Beziehung funktionieren und klappen, wenn man alles miteinander teilt? Das war eine Frage an uns. Genau. Und ein spannendes Thema, wo wir gesagt haben, da sind wir natürlich gerne mit dabei. Und so waren wir Gast im Kranio-Podcast von Katharina Bähner und Tobi Bähner und haben uns mit den beiden mal so ein bisschen unterhalten, weil die arbeiten und leben auch schon seit ganz vielen Jahren zusammen, viele Hochs und Tiefs erlebt und im Gespräch kamen ganz viele tolle Impulse dabei raus, die dir auch helfen können, zu sehen, hey, wie kann das eigentlich klappen? Was ist so wertvoll an einer langen, langen Beziehung und wie kann das gehen? Genau, um aktiv oder frisch zu bleiben und eben nicht einzuschlafen, ist das, was vielen Paaren passiert. Wenn sie so lang zusammen sind und dann auch miteinander arbeiten und ja, einfach 24/7, sage ich mal, zusammen leben, dann ist es immer nicht immer nur lustig und nicht immer nur einfach. Aber wie es gelingen kann, darüber reden wir. Genau, und deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Wir wünschen dir viel Spaß bei diesem Interview, bei diesem ganz, ganz tollen Gespräch mit den beiden. Und wir hören uns wieder. Genau, und gerne Feedback, wie es dir gefallen hat. Absolut, an alle bekannten Adressen, die findest du immer in den Shownotes. Mach's gut. Tschüss. Hallo ihr Lieben. Tobi und ich hatten jetzt die Idee, einen Podcast zu machen zum Thema Beziehung und vor allem zum Thema Beziehung bei uns, weil wir immer wieder gefragt werden, wie macht ihr das, dass ihr so lange zusammen seid schon und so viel teilt? Also auch das berufliche Praxis und Schule und eben auch das private, Kinder und auch manchmal sogar noch die Hobbys und und dass es vor allem gut geht. Und dass es genau, dass es vor allem eben gut geht. Und ich finde das Thema oder wir finden das Thema Beziehung einfach wichtig, weil das einfach auch bei uns in der Praxis ganz viel um Beziehung geht. Und auch wenn du den Podcast hören solltest und auch therapeutisch tätig bist, wird dir das Thema Beziehung dauernd begegnen. Und deswegen kann man nicht oft genug darüber reden. Und es geht ja nicht nur um die Beziehung zu jemand anderem, sondern auch zu sich selber. Und genau, und jetzt haben wir heute, eben haben wir das vorgehabt, darüber zu sprechen. Und gestern schreibt mich der Dietmar an, hey, wie sieht's denn aus? Sollen wir mal einen Podcast zusammen machen? Und es war wirklich wie so eine Fügung, dass wir dann, habe ich gesagt, ja, habt ihr heute Lust, spontan? Und Andrea und Dietmar haben direkt gesagt, wir sind auch spontan, komm, lass machen. Und Andrea Habeck und Dietmar Hellwig haben einen Beziehungspodcast, was hier natürlich super passt. Und dieser Podcast heißt Wir müssen reden. Und ja, wir wollen einfach uns jetzt so ein bisschen austauschen, ein bisschen erzählen von uns und auch mit euch. Ja, einfach das Teilen, unsere Erfahrungen, vielleicht auch die, wo schwierig waren, wie wir da durchgekommen sind und Dietmar und Andrea hier einfach zur Seite haben und euch als Experten, weil ihr seid die Experten auf dem Gebiet. Und ja, vielleicht wollt ihr euch erstmal kurz vorstellen. Genau, sehr gerne. Ja. Erstmal natürlich danke für die coole Idee. Die habe ich offensichtlich abgefangen und dir geschrieben. Wir haben natürlich eine ähnliche Situation wie ihr beiden. Das heißt, wir sind seit über 10 Jahren zusammen und teilen uns seit über 5 Jahre, 6 Jahre die Paarberatung Kirchheim. Das heißt, wir arbeiten nach der EFT, emotionsfokussierte Therapie, und haben damit eben dieselbe oder ja sehr ähnliche Situation wie ihr beiden, dass wir die Termine zusammen machen, teilweise zusammen machen, dass wir die Thematiken sie natürlich viel überschneiden, dass wir 24/7 quasi auch aufeinander sitzen und auch mit, ich meine, auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist mit Corona und Lockdown, aber die Andrea hat irgendwann gesagt, ich weiß gar nicht, was die Leute für ein Problem haben im Lockdown. Für mich ist das alles okay. Also deshalb auch da zu merken, wie viel Stolperstellen kann es geben, beziehungsweise wie schön ist es, wenn man einfach miteinander den Weg gehen kann und mit all dem, was dazugehört. Genau, magst du noch was sagen? Ich glaube, du hast so ziemlich alles gesagt, was erstmal so wichtig ist. Und ja, du hast gerade gesagt, Katharina, das ist so, ihr werdet immer wieder mal gefragt, wie funktioniert das eigentlich? Wenn wir in einer Beziehung sind, die einfach schon lange geht, dieses durch die Aufs und Abs, also man sagt ja so schön, so dieses in guten wie in bösen oder schlechten Zeiten, aber trotzdem ist es ja nochmal was anderes, wenn jeder seinen eigenen Job hat und man sich halt zwischendurch einfach mal 8 Stunden am Tag nicht sieht
und dann die Abende miteinander verbringt. Und Dietmar hat gerade Corona angesprochen und es war schon eine Zeit, in der viele Paare zu uns gekommen sind in die Beratung, bei denen es dann richtig hakelig wurde, weil sie plötzlich 24/7 aufeinander saßen und sich nicht ausweichen konnten und dann all die Themen hochkamen, die man vorher so gut umschiffen konnte, wo man so nicht rangehen musste, weil man sich ja gut aus dem Weg gehen konnte, irgendwie so ein bisschen. Und das war eine spannende Zeit für uns als Paarberater. Also in der Praxis war das wirklich richtig spannend. Und eben jetzt auch zu sehen, wir kennen uns ja nur auch schon ein paar Jahre und zu sehen, wie ist es denn bei euch? Also wie habt ihr diese Zeiten erlebt? Wie habt ihr, habt ja auch Hochs und Tiefs gehabt. Da lief es ja auch nicht immer nur geradewegs auf ein Ziel zu. Und da gab es ja auch Zeiten dazwischen, die haarig waren. Und du sagst, boah, da muss man aber irgendwie gucken, wie man da zusammen klarkommt. Ja. Und was teilt man dann miteinander? Also sehr, sehr spannendes Thema. Ich fand das total cool, dass es aufkam gestern. Ja, dann lass mal gucken. Und wir freuen uns. Und wir sind jetzt erstmal gespannt, was ihr so erzählt. Zum Thema wie, also, weil es war ja eure Idee zu sagen, so, da, wir werden immer wieder gefragt, aber wie war das eigentlich bei uns? Ja. Also, ja, dann erzählt ihr doch mal, wie es denn war bei euch. Ja, wie war's denn? Soll ich anfangen, Tobi? Ja, ganz gern anfangen. Also, ich glaube, dass wir beide nichts geplant hatten. Also, es gibt ja Paare, die dann schon genau wissen, oder auch nicht nur Paare, sondern auch Menschen, die dann sagen, hey, ich will auf jeden Fall heiraten, ich will auf jeden Fall Kinder und schon so eine Vorstellung haben. Und das hatte ich, hatte das überhaupt nicht. Ich habe auch nie gedacht, dass ich Kinder habe. Es war gar nicht offen, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, wir haben einfach immer schon gemacht, ohne so viel nachzudenken. Ob das jetzt privat ist oder beruflich war, also wir sind so, wenn sich was stimmig anfühlt und einfach, das Herz und Bauch und auch der Kopf einfach jetzt ja sagt, dann machen wir das. Und so ist es, war es auch in der Beziehung bei uns, wo es damals angefangen hat, ne? Also einige Mädels, die so in meinem Freundeskreis damals waren, gesagt haben, oh, der ist total toll und den musst du unbedingt mal kennenlernen und so. Und dann habe ich einen Tobi gesehen und genau, das war die erste Reaktion, war jetzt gar nicht so. Und das war quasi wie Liebe auf den zweiten Blick, also wenn ich da ganz ehrlich bin. Und aber ja, und dann ist es so gewachsen bei uns. Ich weiß gar nicht, das kam dann so, das war nicht so Bäm und Feuerwerk, sondern einfach so eine richtig dicke, dicke Freundschaft mit ganz viel Liebe. Und also ich würde auch sagen, der Tobi ist eigentlich mein bester Freund. Nach wie vor. Ich wollte gerade fragen, so. Offensichtlich hat sie das ja bis heute, oder habt ihr euch das bewahrt? Also im Sinne von, es ist bis heute immer noch so unser Status quo miteinander. Wir sind dicke Kumpels, beste Freunde, gehen immer noch mit Situationen so um. Ich meine, ihr habt ein gemeinsames Business miteinander und uns offensichtlich läuft es immer noch so. Du gucken, wo die Energie hinfließt, worauf wir Lust haben, und dann setzen wir das um und nicht einer, dass er den anderen ausbremst oder rummäkelt, sondern sagen, ja, okay, lass machen. Ja. Und das ist tatsächlich schon so ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt ja so einen, so einen amerikanischen Beziehungspapst, John Gottman, der ganz viele Bücher geschrieben hat zum Thema Beziehung und auch coole Impulse in den Büchern drin hat. Und da ist ein Thema auf jeden Fall, dass langfristige Beziehungen funktionieren, wenn wir beste Freunde sind. Also seid befreundet miteinander, seid wirklich Freunde füreinander, weil das dazu führt, dass ich nochmal ein anderes Verständnis habe für den anderen, als wenn ich nur in Anführungsstrichen Partner oder Partnerin bin. Weil als Partner oder Partnerin rutschen wir ganz schnell, tun wir sowieso, aber noch viel schneller in eben unser Beziehungsmuster rein, in unsere Schleife rein. Und dann kommen diese eigenen Themen noch mit dazu, dieses du siehst mich nicht, und wenn ich den Partner, die Partnerin als besten Freund habe, dann schaffen wir nochmal eine zusätzliche Ebene, auf der wir uns treffen und unterhalten können. Da gehe ich wohlwollender mit dem anderen um, als ich es vielleicht nach einer langen Beziehung oder in einer langen Beziehung irgendwann tue, wo ich immer das Gefühl hatte, irgendwie werde ich mit meinen Bedürfnissen gar nicht gesehen. Mhm. Ja, schön, dass du das, hat mich gerade auch echt berührt irgendwie, weil mir das auch gerade nochmal bewusst wurde. Dass wir das haben. Also diese. Nein, ich habe irgendwie gedacht, ich glaube, ich habe intuitiv auch manche Sachen vielleicht auch anders gemacht. Also ich
so immer so ein Bild auch in meinem Freundeskreis, da war das so ganz normal, dass die Männer, wenn sie dann die Frauen kennengelernt haben, dass sie dann so übertrieben den Frauen, also aus meiner Sicht, übertrieben den Hof gemacht haben. Also die haben so ein super hohes Level an, ich würde schon fast sagen, emotionaler, materieller Zuneigung versprüht. Ich lade dich hier ein, ich mach jeden Morgen Frühstück, ich mach dir dauernd Geschenke, und ich war nie so der Typ. Also die Kathi wird's erzählt's immer mal wieder, auch in unserem ersten Date hat sie gedacht, ja klar, wir gehen zusammen essen und ich lade dich jetzt ein, und als die Rechnung dann kam, kann man jetzt auch sagen, ich wäre der größte Stoffel des Jahrtausends, aber war dann so meine Meinung, Hanni, komm, lass uns teilen, weil du hast kein Geld, ich habe kein Geld, wir haben beide, also ich habe studiert und die Kathi hat gerade gejobbt, sie hatte, glaube ich, sogar mehr Geld als ich oder keine Ahnung, also und ich so, ja, und so war das dann aber auch immer, also die Beziehung ist nicht aufgebaut worden auf unrealistischen Alltagssituationen, sage ich jetzt mal. Also du meinst, du hast dich nicht anders dargestellt, als du tatsächlich warst? Genau. Ja. Genau, authentisch gewesen einfach. Authentisch gewesen, genau, und auch, sage ich mal, ein Level an Aufmerksamkeit und Zuneigung, dass man auch durchhalten kann, also in dem Sinn. Naja, also ich halt's, ja, also ich habe heute Morgen auch die Brötchen geholt, so ist es nicht, also das ist jetzt nicht das Ding, dass ich sowas nicht machen würde, aber wenn man halt alles fokussiert, nur den anderen den Hof zu machen, das ist nicht realistisch im Alltag. Das kann man vielleicht ein halbes Jahr durchhalten und dann ist vielleicht auch irgendwann die Spannung raus, wenn das nur auf sowas beruht. Und wir haben halt eher diesen Spannungsaustausch im Miteinander gehabt und ich glaube, das ist wichtig. Hey, ich glaube, Tobi, was du gerade gesagt hast, das ist bei mir so eine Frage aufgeploppt, mal gucken, ob ich das jetzt noch zusammenkriege. Das kannst du ja nicht durchhalten, das wäre ja dann so ein Plan, den ich habe. Ne? Ihr habt ja vorhin schon so von Plan gesprochen. Und weil ich dann eben nicht authentisch bin. Aber ihr habt ja gesagt, ihr hattet ja nie wirklich einen Plan, sondern ihr seid halt einfach so gewesen, wie ihr wart, und wart dann eben ganz, ganz dicke Freunde irgendwie im Laufe. Und dann funktioniert das auch. Weil komischerweise funktioniert es ja ganz gut, wenn ich sage, so, wir sind gute Freunde und wir gehen zusammen zum Essen und teilen uns das. Und sagen, hier, lass uns halbe-halbe machen oder wie auch immer, wo wir eben wieder schon beim Thema Teilen sind, fällt mir gerade auf. Und aber wenn ich das in einer Beziehung tue und das nicht irgendwie vorher klar ist, dass es okay sein darf, sondern einer damit ein Thema hat, dann wird es schwierig. Aber unter Freunden ist es was anderes. Mhm. Ja. Also so nehmen sich jetzt wahr, wenn ihr das so erzählt. Ja, und ich, also mir kommt da auch einfach dieses, wir haben nicht so einen großen Anspruch aneinander gehabt. Also das hört sich jetzt vielleicht, oder wie will ich das sagen, Erwartungen. Ja. Genau, Anspruch ist das falsche Wort. Nicht so hohe Erwartungen gehabt von Anfang an, weil ich, das sind auf beiden Seiten, also es war so realistisch. Und wir haben von Moment zu Moment, sind wir durch die Beziehung gegangen. Und schwuppdiwupp waren jetzt die 22 Jahre rum. Ja. Verheiratet. Verheiratet. Wir sind ja schon länger. Zusammen. Stimmt, ja. Ja. Und weil wir uns, glaube ich, weil wir sehr eng sind und gleichzeitig aber auch uns freilassen. Also unseren Raum lassen. Ja, ich glaube, es ist schon ein wichtiger Aspekt, den du mit reinbringst. Aber wie schafft ihr das, dem anderen jeweils den Raum zu lassen, zu geben? Auf jeden Fall heute besser als früher, würde ich sagen. Also ich glaube, am Anfang waren wir schon sehr sehr eng und als die Kinder kamen, dann auch sehr fokussiert, auch über die Kinder. Und da hatte ich dann schon noch Phasen, wo ich Gefühl habe, ich verliere mich irgendwie. Mhm. Also ich habe keinen Raum mehr für mich, sondern das ist ja auch so der Klassiker gewesen. Man geht morgens früh aus dem Haus, man kommt abends zurück. Dann will man für die Familie ja auch da sein, für die junge, neue Familie, sage ich jetzt mal, mit Kindern. Und das Einzige, wo man so richtig Zeit mal hätte, wäre am Wochenende oder halt im Urlaub, und da will man ja dann auch nicht irgendwie groß ausbrechen und sagen, ach komm, ich mal. Und am Anfang habe ich mir das auch nicht gegönnt. Mhm. Das war, aber mittlerweile funktioniert es extrem gut. Aber wie habt ihr das gemacht dann? Weil das ist ja ganz häufig, ist es so, wenn Paare dann lange zusammen sind,
Und es hat sich so unser Alltag miteinander eingespielt und eben es hat sich eingespielt, dass einer oder meistens sind es ja beide, dass entweder einer die Brötchen holt oder dass eben einer so seine Bedürfnisse zurückstellt. Passiert ja ganz häufig in Beziehungen, aber es nicht anspricht, sondern dass dann nach Jahren, manchmal Jahrzehnten eben aufploppt und der andere dann völlig baff ist und völlig wie jetzt. Du hast nie was gesagt. Warum hast du denn nie was gesagt? Also wie habt ihr es geschafft, das hinzukriegen? Und du sagst, du hast es auch eine Zeit lang gemacht, deine Bedürfnisse nach hinten angestellt. Und wie habt ihr es dann geschafft, das so miteinander, ich sage jetzt mal, zu kommunizieren, dass es nicht zu einem Eklat, zu einem Knall geführt hat, sondern dass ihr es dann hinbekommen habt, dass ich es verändern durfte? Also ich glaube, dass wir immer schon ganz klar direkt gesagt haben, was wir wollen und was wir nicht wollen. Also wenn ich Raum gebraucht habe, dann habe ich das relativ schnell sagen können. Oder wenn ich gemerkt habe, okay, der Tobi nimmt sich gerade seinen Raum und mir ist es zu viel, habe ich dann auch gesagt, hey, stopp, da müssen wir irgendwie eine Lösung finden, dass wir uns beide irgendwie in unserer Kraft bleiben und nicht auf Kosten vom anderen. Und das halt direkt kommuniziert. Und das machen wir eigentlich auch eigentlich schon seit wir uns kennen, dass wir, also wenn ich irgendwie ein merkt, es stimmt für mich nicht, dann muss ich das direkt klären. Und der Tobi ist da eigentlich auch so. Und wir haben es geschafft, mit dem, also in der Zeit mit den Kindern, hast du es mit dem Sport, würde ich sagen. Da hast du angefangen, viel Sport zu machen, auch damals mit den Jungs. Da hast du dir einfach deinen Raum und es wusste ich, das ist so wichtig für dich, das zu tun. Und ich habe mir dann halt den Raum schön gemacht mit den Kindern. Also auch da, es heißt ja nicht, dass wenn man mit den Kindern ist oder im Haushalt oder dass es schlecht ist oder total ein Aussaugt, sondern ich habe es mir immer schön gemacht. Irgendwie, dann habe ich die Kinder halt gepackt und habe halt irgendwas gemacht, das mir auch Spaß macht. Also irgendwo, dass man halt immer guckt, dass jeder irgendwie, dass es für alle passt, dass es für alle irgendwie passt. So. Aber ich würde trotzdem ganz gerne nochmal zurückkommen, weil so ganz ist meine Frage. Ich bin ja hakelig dann, ich lasse dann ja nicht nach, weil ich würde ganz gerne nochmal zu dir zurück, Tobi. Du hast vorhin gerade gesagt, am Anfang hast du das eben nicht gemacht. Eben so deine Bedürfnisse. Du hast dann deine Bedürfnisse schon so ein bisschen nach hinten gestellt. Und was glaubst du, was war das, dass du es dann irgendwann anders gemacht hast? Und was hast du dann anders gemacht? Also, naja, also ich würde sagen, so in der Kommunikation auch mit der Katharina. Ja, also ich glaube, ich habe das am Anfang gar nicht gemerkt und ich glaube, das ist auch das Gefährliche, dass man am Anfang gar nicht merkt, dass man eigentlich für sich selber nicht mehr sorgt. Und das ist auch ein Teil, okay, bei mir ist halt, ich bin halt so der Bewegungsmensch, also ich komme aus dem Ausdauersport und ich brauche den Ausdauersport auch. Das merkt man ansonsten an meiner Laune. Und ich habe es gemerkt auf der Waage. Laune und Waage. Au. Laune und Waage. Laune nach unten, Waage nach oben. Genau. Und habe tatsächlich halt gemerkt, okay, also ich bin nicht mehr immer im Gleichgewicht. Und das funktioniert nicht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich muss was ändern. Und hab's danach einfach angesprochen. Aber ich habe schon irgendwo auch so am Anfang mir auch ein Stück weit das Okay geholt, dass ich das machen darf. Weil am Anfang hatte ich nicht so den direkten Impuls. Ja, logisch, klar, das steht dir zu, dass ich das machen darf. Sondern wir haben dann schon einfach drüber gesprochen. Und ich habe gesagt, okay, ich bin unzufrieden, ich muss was ändern. Wenn ich unzufrieden bist, dann sind wir als Familie auch nicht zufriedener und wir müssen irgendwo halt Freiräume schaffen und dass das auch okay ist, wenn jeder Freiraum hat. Ja, und was glaubst du, was hat es dir möglich gemacht, das anzusprechen? Ich glaube, grundsätzlich schon einfach diese Basis, dass wir einfach viel sprechen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass wir das erste Mal dort gesprochen haben. Wenn es auch mal Themen gibt, die man ansprechen sollte. Und ich glaube schon, es ist einfach die Basis der Beziehung einfach bei uns, ist halt auf einem Miteinander und nicht, ich merke, irgendwas ist in Schieflage und jetzt mache ich halt einfach irgendwie mein eigenes Ding
und stelle jemand vor vollendete Tatsachen, sondern ich versuche schon irgendwo im Dialog was zu finden. Mhm. Also heute ist es schon ein bisschen anders, muss ich sagen. Heute, nachdem wir uns jetzt schon einfach auch so lange kennen, weiß ich schon, wo ist mein Spielraum, was darf ich entscheiden, auch ohne zu fragen. Also wenn ich jetzt, also sonntags morgens ist immer unser Sporttag morgens mit den Jungs, und da frage ich jetzt auch nicht. Also das weiß die Kadi aber auch. Das ist halt eingeplant für mich. Da brauche ich einfach Zeit für mich. Und wo ich gerade hin wollte mit meiner Frage, war eigentlich schon so zum zweiten Punkt, warum ist denn das so, dass so lange Beziehungen, in denen man alles teilt, eben so gut funktionieren? Wir hatten vorhin ja so den ersten Punkt, eben ich bin authentisch. Ich verstelle mich nicht, ich baue da keine Erwartungen auf, die ich niemals einhalten kann. Und der zweite Punkt, und das ist schön, wie ihr das gerade eben auch so beschrieben habt, ist, ich fühle mich mit dir so sicher, dass ich dir erzählen kann, wie es mir geht. Ja. Also, dass ich nicht Angst haben muss, wenn ich dir erzähle, wie es mir geht und dir sage, hey, du, ich habe so das Gefühl, mir fehlt irgendwas, dass ich dann, wenn ich dir das sagen würde, dass du dann um die Ecke kommst und sagst, wieso, ich weiß überhaupt gar nicht, was dein Problem ist, jetzt stell dich doch nicht so an. Sondern, dass der andere sich das anhört. Also, dass der mit einem offenen Herzen da ist, eben immer, wir einander immer zugewandt sind und wohlwollend sind miteinander und eben nicht das, was du gerade gesagt hast, so ich merke, bei mir passt irgendwas nicht, ich habe da irgendwie eine Schieflage, ich muss da jetzt was tun, dann mache ich das jetzt einfach und lass dich völlig raus. Stell dich dann vor vollendete Tatsachen, dann musst du halt gucken, wie du damit klarkommst. Und auch das tun ja ganz viele Paare eben nach langer, langer Zeit, dass die anfangen, wir sprechen da manchmal so in der Therapie, in der EFT von so einem Zwiebelbild. Also der Konflikt ist so der Kern der Zwiebel und die erste Schale außen ist, dass wir uns umeinander kümmern in der Beziehung. Und dass ich dann unter Umständen meine eigenen Bedürfnisse eben so ein Stückchen zurückstelle. Und dieses Zurückstellen, wenn ich das eben langfristig tue, dann sorgt das irgendwann bei mir für eine Unzufriedenheit. Und am Anfang spreche ich diese Unzufriedenheit nicht an. Und dann scheint dieser Zug abgefahren zu sein, das ansprechen zu können, weil dann fühle ich mich mit dir nicht mehr so sicher, dass ich es ansprechen kann. Also behalte ich es weiter für mich, aber in mir gärt das. In mir arbeitet das ja. Ich bin nicht happy mit der Situation. Und dann geht so eine Zwiebelschale, das geht immer weiter nach innen, und eine Zwiebelschale nach der anderen geht auf, wenn wir das so erarbeiten. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo diese Unzufriedenheit dafür sorgt, dass irgendeine innere Stimme zu mir sagt, wieso soll ich das jetzt für dich erledigen? Du kümmerst dich doch auch nicht um mich. Mhm. Ist doch auch egal, wie es mir geht. Also mache ich es nicht mehr. Und dann werden Paare ganz oft sprachlos. Weil dann reden sie nicht mehr miteinander darüber, was sie brauchen, was jeder braucht, was jeder sich wünscht. Ja, und dann macht jeder sein Ding halt. Und dann ist es auch nicht mehr in Beziehung sozusagen. Genau. Das dann teile ich nicht mehr. Habe ich erlebt so. Ich habe vorher schon was gesagt, wir reden, wir sprechen dann übereinander. Und Andrea hat es auch gerade gesagt, das ist das, was verloren geht. Aber wie schafft ihr beiden das? Weil ich glaube, das ist ja auch schon eine Schwierigkeit, dass man, es passiert uns immer wieder, dass unsere Kinder ermahnen soll, ihr redet immer über dich, ja. immer über den Beruf oder viel über den Beruf, über eure Arbeit. Über die Arbeit. Wie handelt ihr das? Sagt ihr Stopp, ich will jetzt nichts mehr davon hören, oder ist das auch ein Automatismus? Wie macht ihr beide? Oder ist es so ein großer Teil, dass ihr sagt, ja, dann haben wir aber auch immer was zu reden, das ist immer spannend und interessant. Ja, eher so wie du gerade gesagt hast. Oder Tobi? Also. Naja, das ist klar, ich meine, wo Beziehung ist, da entstehen auch Konflikte. Und natürlich ist es nicht immer so, dass dass immer alles auch total harmonisch ist und wir irgendwie jeden Tag denken, toll, unsere Beziehung ist die allergrößte und stärkste, sondern manchmal haben wir auch Tage, wo der eine vielleicht sagt, boah, ich bin heute total müde und ich habe eigentlich gar keine Lust, über irgendwas zu sprechen. Ich brauche eigentlich nur irgendwie einen Rückzugsort, und der andere sagt, aber ich würde jetzt gern noch irgendwas machen, beruflich oder sonst was. Und ich finde, es ist schon, gerade auch in den modernen Lebenswelten ist natürlich der Beruf ja auch im Grunde dort, wo der PC steht, wo der Laptop ist, wo das Handy ist. Das heißt, im Grunde 24/7, wenn man will, kann man auch arbeiten und was tun.
Und wenn man das zusammen macht, dann ist es umso schwieriger, dann auch den Ausknopf zu finden. Und auch unsere Kinder sagen manchmal, sag mal, heute ist Sonntag oder was macht ihr denn? Wolltet ihr nicht irgendwie eigentlich jetzt Pause machen oder nichts machen oder aber auf der anderen Seite ist es halt bei uns so, dass halt unser Beruf uns auch so wahnsinnig viel Spaß macht. Deswegen ist es auch, glaube ich, manchmal schwierig. Also ich fände es fast schwieriger, wenn wir gar keine Lust mehr hätten auf von uns drüber und zu unterhalten, weil das wäre jetzt eher für mich ein Signal, es macht gar keinen Spaß. Mhm. Ich finde, das ist eigentlich, also für mich wäre das schwieriger, das Gefühl. Aber dennoch müssen wir uns manchmal ermahnen und sagen, okay, so jetzt zuklappen, finito, jetzt machen wir irgendwas anderes. Mhm. Was bei uns tatsächlich oft ist, ist, dass wir das am besten machen, wenn wir irgendwie rausgehen. Spazieren mit dem Hund oder irgendwo in die Sauna oder irgend sowas, dass wir uns dann einfach auch physisch einfach rausnehmen. Mhm. Das ist dann oft das Wichtige. Erholsam für beide. Ja, genau. Wirklich so diese gemeinsame Zeit auch, ein gemeinsames, schönes Erlebnis haben außerhalb. Also auch zu Hause mal, dass man sagt, wir kochen zusammen, das ist klar, solche Sachen, also muss jetzt immer nicht immer draußen sein, aber schon irgendwo auch bewusst die Entscheidung zu sagen, okay, jetzt ist Schluss, wir machen jetzt irgendwas zusammen und jetzt reden wir nicht mehr über das Geschäft, sondern wir reden über uns und fragen dann aber auch schon bewusst auch oft, okay, sag mal, wie geht's jetzt eigentlich oder so, also dieser Dialog nicht nur, ja, das ist natürlich, ist ja bei euch wahrscheinlich ähnlich, wenn man halt in diesem Setting ist und auch viel weiß, dann stellt man halt auch manchmal schon Fragen, die man halt einfach kennt, weil man aus dem Beruf kommt und das kann manchmal schon auch, die Beziehung hat halt manchmal schon vielleicht auch eine Qualität, die andere vielleicht auch als, manchmal als therapeutisch bezeichnen würden, ich weiß nicht, dass man sich halt auch so Fragen stellt, die andere vielleicht nicht stellen würden. Mhm. Ja, dass wir halt auch relativ, also wir haben auch, natürlich hat jeder von uns ein inneres Kind und es geht hoch und also da sind wir auch sehr authentisch damit, das darf auch authentisch sein, das innere Kind, und wir kriegen dann aber relativ schnell die Kurve, also die Metaebene, also das erwachsene Ich oder dann unsere Freundschaftsebene, also das ist auch oft wie so eine Metaebene, die wir da zusammen haben dann nochmal. Und ja, gehen dann aneinander hoch oder ja, sind auch laut und ja, und dann aber ist es nach einem, was würde ich sagen, halben Tag oder so, ist es dann auch wieder gut. Also ich würde dir sagen, es ist schon auch wichtig, dieses alles miteinander teilen, seine Themen zu kennen, ne, weil du gerade jetzt schon das Kind angesprochen hast. Das ist total wichtig. Also wir haben das ja auch ganz häufig, dass wenn wir in Konflikte kommen, dass dann ganz, ganz häufig als erstes mal so das innere Kind aufploppt und sagt, hey, das, was du gerade gesagt hast, das hat mich da und da getroffen. Ja. Und einfach um seine Themen zu wissen, und Tobi ist heute Stichwortgeber, das finde ich total schön, weil du nämlich gerade wieder was gesagt hast, was ich auch so wichtig finde in diesem, wenn man so lange zusammen ist, ist immer wieder zu fragen, wie fühlst du dich gerade? Wie geht's dir? Also sprich, das ist etwas, was wir ganz viel mit unseren Paaren machen, die innere Gefühlswelt erforschen, weil das so die Basis von allem ist. Alles, was uns begegnet, läuft ja durch diesen Filter der Emotionen. Das ist alles, das, was als erstes aufploppt, ist ein Gefühl dazu. Aber wir haben halt ganz viele, viele Menschen haben nie gelernt, darüber zu sprechen. Und das überhaupt in Worte fassen zu können, geschweige denn wahrnehmen zu können, wie fühle ich mich denn gerade? Und diese Gespräche zu führen, bei uns ist das oftmals die Frage, was denkt's gerade in dir? Oder was musst du dir gerade anhören? Von deinem inneren Stammtisch, also von den ganzen Stimmen, die wir so im Kopf haben. Oder das Tiefste für mich ist immer, hilf mir, dich besser zu verstehen. Mhm. Ja, das ist Satz, immer ja. So dieses, ja, ist für mich so dieses Absolutive, so ich, weil ich da offen bin,
um mir das anzuhören, was auch immer dann kommt. Aber es geht ja darum, wir reden immer wieder davon, die Landkarte formen. Ich meine, wir waren über 20 Jahre verheiratet und noch länger zusammen. Da glaubt man natürlich, alles vom anderen zu kennen und trotzdem neugierig zu bleiben, ist eben dieses, ich mag dich einfach besser verstehen. Wie gibt's da noch hier und da Stellen auf meiner Landkarte in unserer Beziehung, die ich nicht kenne, weil ich Annahmen habe. Ja, ich weiß, ich brauche das gar nicht sagen, weil ich ja eh weiß, wie du reagierst oder was du tust. Und nicht Annahmen vorne anzustellen, sonst die Frage, hey, wie geht's dir, was denkt's in dir? Ich mag dich gern verstehen. Ja, wow. Ist mir gerade eingefallen, ich hatte mal ein prägendes, wirklich sehr prägenden Satz oder ein prägendes Erlebnis. Da waren wir beim so einem Elternvortrag, ich weiß nicht mehr, wie die Dame hieß, sie hat auf jeden Fall auch ein Buch geschrieben über Pädagogik, Erziehung, wie auch immer. Und ihr Vater war irgendwie Arzt und hatte nie Zeit für sie. Und ich habe mich so ein bisschen in dieser Rolle wiedergefunden auch. Ich kam mir auch streckenweise vor wie so ein schlechter Vater auch so ein bisschen, weil ich einfach zu wenig Zeit hatte. Und die Kinder haben teilweise auch gesagt, du hast nie genügend Zeit. Und die hat dann irgendwie aus ihrer Geschichte erzählt, dass ihr Vater, der eben Kinderarzt war und gleichzeitig auch Autor, immer gearbeitet hat, also tagsüber die Praxis und abends ist er am Schreibtisch gewesen. Aber erst jeden Tag ist er, nachdem er dann irgendwie so um die Abendessenszeit Zeit hatte, ist er zu ihr hingegangen, hat ihr in die Augen geschaut und hat gesagt, wie geht's dir? 5 Minuten ungeteilte Aufmerksamkeit, zugehört. Und das hat mich so schwer beeindruckt. Und ich muss sagen, es hat mich auch ziemlich entlastet, weil ich immer so das Gefühl hatte, ich werde dem eh nicht gerecht. Ich kann das ja gar nicht. Andere sind um 16:30 zu Hause. Die haben viel mehr Zeit. Bis ich dann verstanden habe, einfach für mich aus diesem Satz heraus, es geht halt einfach auch um die Qualität, nicht um die Quantität. Ja, absolut. Und dieses sich ins Gesicht schauen, in die Augen schauen und gucken, wie geht's dir? Und dann 5 Minuten zuhören, was der andere zu erzählen hat, finde ich persönlich in Beziehungen, auch mit den Kindern, das ist eigentlich das Wichtigste. Also es geht nicht darum, dass man möglichst viel miteinander Zeit verbringt, die aber vielleicht nur so nebenher ist, der jeder daddelt am Handy rum oder sonst was, sondern es geht wirklich darum, diese ungeteilte Aufmerksamkeit, sich zu sehen, der andere fühlt sich gesehen. Das sind so, und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was wir ganz gut als Paar und auch als Familie hinbekommen. Dass jeder, wir haben auch oft so wie so einen Abend so einen Redetisch. Also, dass wir sagen bewusst, okay, jeder hat jetzt 5 Minuten und darf erzählen, wie es dir im Moment geht und welche Themen dich bewegen. Und da entstehen oft einfach auch die besten Gespräche. Also, das ist auch so eine der Kernbotschaften, die uns auch hält und die wir immer weitergeben, ist wirklich, das Miteinander reden ist eine nicht verhandelbare Priorität in unserer Beziehung. Ne? Also weil ganz oft hört man natürlich, ja, der Job und wir haben Geld, Zeit. Wegen den Kindern, wegen dem Job, wegen anderen Dingen oder zu sagen, aber wenn du sagst, also das wirklich auch fühlst, ja, in dir, sagt, das ist eine nicht verhandelbare Priorität, miteinander zu reden, dann ist das, was Tobi, was du gerade gesagt hast, also dieses, ja, das ist, muss nicht regelmäßig stattfinden, aber wenn es dann stattfindet oder ich will, dass es stattfindet, ich initiiere das, dann ist es einfach ein Gesprächsabend oder einfach nur schön, weil ich sage, jetzt ist Verbundenheit, jetzt fühlt der andere sich gesehen oder so. Ja. Wow. Okay. Und das ergibt die tollsten Sachen, also dieses Gespräch, auch diese Familiengespräche. Also bei uns hat es dazu geführt, dass eins unserer Kinder dann eben für ein Jahr nach Alaska gegangen ist. So, das war ein Gespräch, das wir an Weihnachten, wir haben so, es gibt ja ganz tolle Spiele mittlerweile, wo man das anregen kann. Hotels. Bitte? Hotels zum Beispiel, ja. Wo man das eben anregen kann, sich anders wieder miteinander zu unterhalten. Und wir haben vorhin schon mal von dieser Landkarte gehabt, den anderen noch besser kennenzulernen, Dinge zu erfahren, die man irgendwie so nicht auf dem Schirm hatte. Und bei uns war das eben dann mal so dieser Moment, dass wir Weihnachten alle zusammen saßen und Pia dann irgendwas erzählt hat und zack, 3 Monate später war die unterwegs nach Alaska für ein Jahr. Also das war etwas, was sie schon ganz lange beschäftigt hat und aber letztendlich in ihr 4 Jahre gearbeitet hat, bis es dann eben auch reif war, beziehungsweise sie es schon immer erzählt hat, aber das hat da in diesem Gespräch dann Platz bekommen und dann durfte das umgesetzt werden und dann
ging es auch darum, wie fühlt sich das jetzt gerade für dich an? Und das war eine ganz spannende Zeit. Und ich glaube, dass dieses Erforschen und neugierig bleiben auf den anderen, den weiter kennenlernen zu wollen und nicht in Annahmen stecken zu bleiben, ah, ich kenne ich ja schon, das macht er immer so. Das nicht zu tun, sondern immer im Austausch zu bleiben. Was würdet ihr sagen, dass das so die größten, also in eurer Praxis, was da für die größten Konflikte sind, die Paare haben? Und also, wie kann man die lösen? Das ist eine ganz schwierige Frage, aber ganz schnell. Was uns ganz oft und begegnet, und die Frage würde ich dann gerne euch beiden aufstellen. Wir hören ganz, ganz oft von unseren Paaren, wir sind ein super Team. Und da können wir sagen, okay, Sitzung beendet, ne? Aber das ist ja immer so ein bisschen, aber mir fehlt etwas. Ne? Also ich glaube, dass eben mit Job, mit Familie, mit Kindern, das eben passiert, dass man das Gefühl hat, wir sind ein Team. Wir haben Leute, Paare, genau, die Häuser zusammengebaut haben, die private Dinge, Pflege der Eltern gemeinsam, also die haben viel gerockt miteinander und sind da echt zusammengerutscht und die kommen dann immer und sagen, wir sind ein richtig gutes Team, aber deshalb sind sie ja nicht bei uns. Ja, sondern was ist es drüber hinaus? Und das ist das zu erforschen, zu gucken, was ist da auf der Strecke geblieben, was eben nicht nur das Team ausmacht, sondern drüber hinaus, was uns noch verbindet. Weil das ist ganz oft eben, was mir dann fehlt. Ja, also Verbindung, Intimität, Gespräche, was auch immer. Also Gespräche über die Emotionen oder Dinge, die mich bewegen. Aber nicht über das tägliche, wann muss ich einen Junior vom Sport holen? Wann kommst du von der Arbeit? Was gibt's zum Abendessen? Warst du schon einkaufen? War der Hund schon draußen? Solche technischen Aspekte, so wie ihr das macht oder so. Aber um die Frage zu stellen. Nee, warte mal, ja, bevor du die Frage stellst, dann ist noch was ganz wichtig, weil die Themen, mit denen die Paare zu uns kommen, sind super vielschichtig. Aber ich glaube, auf den Kern, also wenn wir versuchen wollen, so einen gemeinsamen Kern zu finden, ist es, dass wir nicht gelernt haben, über unsere Emotionen zu sprechen. Wirklich über uns. Also über die Emotionen, die unterhalb von Verärgerung und Enttäuschung liegen. Wir haben das nicht gelernt und da verlieren sich die Paare. Also da funktionieren die dann ganz, ganz super gut als Team, verlieren sich aber als Paar, weil sie das nicht gelernt haben. Also und das ist ja so einfach, in Anführungsstrichen, wenn ich über Emotionen spreche und sage, naja, wie war das, als ihr euch kennengelernt habt? War vielleicht so die Schmetterlinge im Bauch, die du wirklich körperlich wahrgenommen hast, also wo es irgendwie kribbelig in dir war, wo sich die Härchen aufgestellt haben oder wo du schwitzig wurdest, schneller geatmet hast, wenn der andere gesagt hat, oh, wir treffen uns. Und als die ersten Konflikte aufgetaucht sind, habe ich einen Kloß im Hals gehabt, weil ich nicht wusste, wie ich es aussprechen soll. Da habe ich einen Stein im Magen liegen gehabt. Das hat sich alles zusammengezogen. Also ich kann Emotionen ja immer körperlich auch wahrnehmen, aber wer hat uns das denn beigebracht? Und das ist das, was alle unsere Paare verbindet, würde ich sagen. Dieses, wir haben nicht gelernt, uns miteinander über unsere tieferen Gefühle auszutauschen, geschweige denn die miteinander zu erforschen. Und der Schlüssel ist ganz oft dieses, was Dietmar vorhin schon gesagt hat, hilft mir, dich besser zu verstehen. Ich gehe mit dir in deine innere Gefühlswelt. Wir erforschen das miteinander und zwar ohne Bewertung. Ich gehe da rein und höre dir einfach zu, ach, so geht's dir. Und dann, ach so, und ich bin der Auslöser dafür, dass es dir in dem Moment so ging. Also aufzuhören, zu bewerten, sag, ach, jetzt bin ich wieder schuld, sondern neugierig und offen zu sein für das, wie es dem anderen geht. Und dadurch gehe ich dann darüber und kann dem zuhören, wohlwollend sein, empathisch, mitfühlend. Und dann entsteht wieder eine Verbindung. Und dann wird's leichter. Aber das ist natürlich eine Übungsgeschichte. Weil ein Weg, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch ein Weg, ne? Weil das ist, also das, was ich, also das, was du beschreibst, ist ja im Grunde das, was wir auch in der Praxis machen in unserer Arbeit. Also, dass wir Menschen genau da wieder in die Kraft bringen, sich überhaupt zu spüren, also überhaupt da nach und nach hier hinzuführen, dem gewahr zu werden, was ist denn da eigentlich in mir, was da gefühlt werden will, und damit in Beziehung zu gehen und dann dadurch auch mit anderen. Und das ist echt ein Weg. Das muss man einfach klar sagen, das ist nichts, glaube ich, wo man von heute auf morgen dann wieder zurückerlangt, sondern das ist, ja, das ist ja. Vor allem, wenn man es nicht gelernt hat von zu Hause, ja. Was ja einfach bei vielen ist. Also klar, Familien
in denen viel gesprochen wird, ist es halt einfacher. Ja. Als wenn man es gar, wenn in vielen Familien wird ja alles totgeschwiegen und dann Teppich gekehrt. Und wenn die Kinder es nicht lernen, wie es dann in ihrer eigenen Beziehung später umsetzen, ist auch, ja. Was mir gerade vorhin noch eingefallen ist, was da dazu auch irgendwo passt, mit dem Thema, ich glaube, Langeweile oder so irgendwas, so dieses Eingeschliffene, so mal, man hat so das, dieses Thema Hausbau hat so was wieder in mir hervorgerufen. Was ich oft feststelle, ist, dass gerade so große Projekte, die einen zusammenschweißen, so einen extremen Spannungsbogen haben. Und sobald dieser Spannungsbogen dann abfällt, bricht irgendwie das ganze Kartenhaus zusammen. Das ist so, die Beziehung hat eigentlich nur noch deswegen funktioniert, weil man so ein gemeinsames Ziel hatte. Und wenn das Ziel aber weg ist, dann, weil die Beziehung halt auf der Strecke geblieben ist, oft ist dann, das ist auch mit den Kindern oft, man hat so das gemeinsame Ziel, die Kinder großzuziehen, alles fokussiert sich auf die Kinder, das Haus und so. Aber wenn das alles weg ist und die Spannung raus ist, dann ist auf einmal totale Leere und Langeweile da. Ich habe so bei uns so, das ist ja bei euch in der auch nicht arg viel anders, wir haben uns halt auch immer wieder neu erfunden und verändert. Und wir hatten auch nicht so dieses große, nicht den Plan und auch nicht dieses große Ziel, wir wollen irgendwann mal ein Haus zusammenbauen oder sonst was, sondern wir haben uns auch immer so ein bisschen Kranio-like treiben lassen und sind mit den Wellen mitgegangen und haben dadurch halt auch viel Veränderung gehabt. Wir sind x-mal umgezogen, erst vor 2 Jahren wieder, wo andere schon längst 20 Jahre im gleichen Haus wohnen, sage ich mal. Haben wir uns ständig auch wieder neu erfunden. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man vor allem wenn zwei Teile in der Beziehung, also wenn ein Teil sich verändert und der andere komplett statisch bleibt und am liebsten gar keine Veränderung mag, dann ist es schwierig. Aber durch das, dass wir beide auch einfach die Lust haben, auch auf Veränderungen im Leben, ist auch irgendwie die Spannung immer da geblieben. Nicht so ein Dahergelebe, nebeneinander hergelebe, sondern wirklich so was gemeinsam Abenteuer, die Abenteuer des Lebens haben, machen. Ja, ja. Aber ist es das, was ihr sagen würdet, um meine Frage doch noch zu platzieren, so dieses Berufskrankheit? Nein. Es ist ja gut, auch go with the flow. Es ist alles interessant und spannend. Aber was würdet ihr sagen? Oder ihr habt jetzt schon viel gesagt, aber so diese, was die Kernaussage, was macht euch drüber hinaus, dass ihr beide ein super Team seid? Und das weiß ich. Ich kenne euch beide ja lang genug. Aber was wir sagen, okay, was ist das, was drüber hinaus passiert oder drüber hinaus uns wachsen lässt, zusammenhält? Was ist es? Ja, ein gemeinsames Ziel. Ja. Nee. Also da kann ich nee sagen, kommt bei mir nein, nicht das Ziel. Haben wir nicht. Nö, haben wir nicht. Wir haben kein Ziel. Genau, das habt ihr ja vorhin schon gesagt. Ja, genau. Das ist es dann. Ich glaube schon, dass es diese bewusste Paar-Quality-Time ist. Also, dass wir einfach bewusst immer wieder uns schöne Momente auch als Paar schaffen. Und ich glaube, das hatten wir schon auch während unserer Beziehung eigentlich von Anfang an auch ein Stück weit gelernt, weil Kadis Eltern freitags immer die Kinder genommen haben, also die haben die von der Schule abgeholt und bis Samstagmittag dann bei sich gehabt. Oh, wow. Und dadurch hatten wir einfach dieses regelmäßige auch als, also diese regelmäßige Paarzeit zusammen, was wirklich ein Luxus war und auch ein großes Geschenk, etwas, was wir wissen, dass es was Besonderes ist, auch dieser Regelmäßigkeit und Konstanz. Und Und auch Party haben wir gemacht. Also es war auch mit anderen, es war einfach auch, ja, klar. Also wir hatten da noch so ein, wir waren nicht nur die Eltern, sondern waren auch nicht die halt dann sich die Nacht um die Ohren geschlagen haben, so. Und das relativ lang noch. Also ja, das, weil wir einfach so Menschen sind, die gerne auch mit anderen sich austauschen und ja. Und es war dann immer, hatte diese Qualität. Aber so die Frage, bei mir kam auch gerade was, wo du die Frage gestellt hast, Dietmar. Und zwar,
dass ich bin irgendwie immer dankbar dafür, jeden Tag, und denke immer, also weil ich es halt einfach auch sehe, es kann so schnell zu Ende sein, egal was. Ja. Und dann denke ich immer, das, wie es jetzt gerade ist, das genieße ich. Es ist irgendwie eine andere Brille. Also das denke ich ja nicht jeden Tag von morgens bis abends, ja, aber immer wieder. Mhm. Und ich glaube, ja, und dadurch bin ich dann mehr mit der Genussbrille oder mit dieser Dankbarkeitsbrille ihm gegenüber da, als mit irgendwas in der Zukunft. Und dann gucken wir halt, wie es morgen wird. Ja, also es kann ja auch sein, wie gesagt. Oder in den Kleinigkeiten, ne? Jetzt hat er den Müll wieder nicht rausgebracht, oder dies oder jenes, also so alltägliche. Ja, wo ist mein Fokus? Ja, genau. Also wo setze ich meinen Fokus drauf? Eben auf die Sache, lege ich meinen Fokus auf die Dinge, die schön sind miteinander, die wir feiern können miteinander? Oder bin ich schon an dem Punkt, wo wir so weit voneinander entfernt sind, dass ich den Fokus auf den Dingen habe, die nicht funktionieren? Mhm. Und das mit dem Dankbarsein, ist ja nur was gerne genommen wird, gerade auch heutzutage, zu sagen, ja, dann fängst du ein Dankbarkeitstagebuch an und sei doch einfach mal dankbar für die kleinen Dinge oder für den Moment. Und aber trotzdem ist es etwas, das ich auch gerade feststelle, seitdem wir jetzt im Januar im Urlaub waren, wo wir sehr, sehr entschleunigt waren, weil wir sind ja immer so einsame Inselmenschen, also für die 2 Wochen, die wir oder 3 Wochen, die wir unterwegs sind, keine Menschen, also wenig Menschen, sagen wir mal so. Und das entschleunigt ja total. Und natürlich kommst du ganz viel, unterhältst dich ganz viel. Und das ist so, seitdem geht's mir so wie dir, Katharina, diese kleinen Momente, in denen ich einfach nur für mich ganz leise Danke sag. Und es kann tatsächlich sein, dass ich beim Zahnarzt so vor 2 Tagen, also beim Zahnarzt zur Kontrolle, und der fummelt mir im Mund rum und ich bin wirklich der größte Angsthase vor dem Zahnarzt, den du dir vorstellen kannst unter der Sonne. Und es hat nichts wehgetan. Also, weißt du, normal hat man ja dann immer so einen Moment, wo es mal so kurz piekt oder so. Und es war nicht. Und ich lag wirklich auf dem Stuhl und in mir war so ein kleines Danke. Mhm. Und dann wird's so leicht. Und das geht ja in der Beziehung genauso. Dieses, wenn jemand aufmerksam ist. Ich lieb's total. Auch so Rituale sind ja auch so Dinge, die uns in der Beziehung miteinander irgendwie enger zusammenbringen. So wie du vorhin am Anfang gesagt hast, du, ja, ich habe heute Morgen die Brötchen geholt und das ist vielleicht auch so deine, das, was du tust. Ich liebe es total, dass Dietmar ist derjenige, der den Wecker stellt. Und der mich morgens dann noch liegen lässt, weil er meistens früher aufsteht als ich. Und irgendwann geht dann die Tür auf und dann kommt mein Mann rein und gibt mir einen Kuss auf die Stirn und sagt, Guten Morgen, Prinzessin. Sag ich so, mittlerweile ist es zwar eher Königin Mutter, aber ist auch egal. Also, aber ich liebe es total und ich bleib dann liegen, selbst wenn ich jetzt wach wäre, ich würde mich nochmal umdrehen, weil ich das so schön finde. Weil das diese Kleinigkeiten sind. Ich habe irgendwann mal in einer Podcast-Folge erzählt, dass Dietmar abends auf unserer elektrischen Zahnbürste meinen Bürstenkopf, wenn er sich die Zähne geputzt, macht immer er diesen meinen Bürstenkopf drauf, so dass wenn ich ins Bad komme, ich das nicht tun muss. Und das sind so Klitzekleinigkeiten und ich liebe die total und ich bin so dankbar dafür, dass das so ist, dass es das gibt. Und ich finde, ich habe ja mitgeschrieben, ne? Wir haben so viele schöne Sachen gefunden, die hoffentlich euren und unseren Hörern so Impulse geben können, wie es gut funktioniert, auch wenn man alles miteinander teilt. Mhm. Also wenn man den Job miteinander teilt, nicht nur das Leben, wie es ja so schön heißt in der Beziehung, sondern den Job, die Kinder, den Haushalt, alles, was da so ist. Ich finde, da ist richtig viel dabei rumgekommen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde es ja doch, ich fand es auch sehr, sehr, ja, sehr reichhaltig und absolut. Irgendwie wurde mir auch währenddessen, wir erzählt haben, nochmal richtig bewusst, wie besonders und vor allem dieses ich sehe immer noch den Tobi, wie er, glaube ich, also er hat sich nicht so verändert, wisst ihr, wie ich meine? Also im Positiven. Paar graue Haare. Nein, nee, aber so dieses, dass du noch du geblieben bist. Ja, so. Ja. Das ist ja auch oft, ist auch nochmal ein extra Thema, ne? Dass man dann da so verschmilzt und dann irgendwann gar nicht mehr. Genau, aber das ist schön einfach. Ja, hey, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr da mit uns. Danke neu. Ja, das fand ich sehr, sehr schön und ja, fand ich auch ganz witzig. Ja. Auch einfach so diesen jetzt im Dialog. Also ich bin ja nicht so Podcast erfahren wie ihr drei.
Deswegen. Ich noch nicht. Es ist jetzt mir nicht aufgefallen. Ein Dialog gewesen. Ja. Oder Antwort, wie man da sagt. Ja, sehr schön. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Nachmittag. Und ich würde da bestimmt noch mal gern irgendwie mit euch noch mal einchecken. Definitiv. Mit dem Thema Beziehung. Und vielleicht haben ja auch Hörer von uns noch eine Idee oder eine Frage zum Thema Beziehung, was wir mal hier noch mal im Podcast zusammen besprechen könnten. Da gibt's ja schon einiges. Da gibt's richtig. Genau, und sagt mal, wo findet man euch? Ich packe aber das noch in die Shownotes. Also wo kann man sich hinwenden, wenn man zu euch möchte? Wenn man zu uns möchte, das kann ich dir auch alles zuschicken. Es gibt natürlich eine Website über den Podcast, wirmüssenreden.online. Mhm. Und es gibt den Podcast auf allen Plattformen, die so zur Verfügung stehen. Also Wir müssen reden, der Beziehungspodcast. Das Bildchen da leuchtet ziemlich grün, dadurch fällt es dann ganz immer dann doch mal auf. Ansonsten paarberatung-kirchheim.de, da findet man eben auch alle Informationen zu unserer Arbeit, und umgekehrt gilt natürlich dasselbe, weil wir werden natürlich den Podcast bei uns auch mit veröffentlichen. Und Katharina, hilf mir du kurz weiter, kranio-schule.de, oder? Ist Punkt online, genau. Auch. Also auch. / willkommen, das ist dann die Seite, wo eigentlich alles über uns, über die Schule, über die Praxis, alles zu finden ist. Weil gerade diese Kranio-Geschichte ist ja doch etwas, was super spannend ist, was ganz viel mit Gefühlen zu tun hat, du hast es gerade schon gesagt. Ja. Ich glaube, ich sagen, die größte Schnittstelle, die wir haben, dass wir uns gut verstehen, alle wir vier, aber so diese Schnittstelle, dieses Fühlen. Fühlen, ja. Ja, so war auch damals der erste Kontakt, Dietmar. Ja. Wo bei irgendjemand im Feld gelesen hast, geh mal zu Katharina, zu Kranio. Und dann habe ich gemerkt, den muss ich kennenlernen. Wer liest da im Feld und empfiehlt Kranio? Was tut der? Was tut der? Was ist es? Ja. Und Fühlen ist einfach ein ganz, ganz großer Schlüssel in vielen Bereichen. Und ich glaube, wie du gesagt hast, der verbindet uns. Und deswegen werden wir bestimmt noch ein paar Themen finden. Und deswegen euch ganz, ganz lieben Dank für den Impuls. Finde ich, hat super viel Spaß gemacht. Ja. Und werden wir auf jeden Fall wiederholen. Ja, sehr schön. Also ihr Lieben, vielen Dank an euch. Und bis ganz bald. Bis ganz bald. Macht's gut. Ciao. Ja, ciao.